Willkommen. Brandung die neunte. Neunte? Die ja, neunte. Nummer neun. Wir bewegen uns ganz schnell auf die zehn zu. Ja. Jeden Abend ein Podcast. Jeden Abend ein Podcast. Gestern haben wir erst den Antrag-Podcast gemacht und heute machen wir schon wieder den nächsten. Weil wir uns nicht nochmal die Anträge anhören wollten auf dem Potsdamer Treffen. Ja, und wir dachten uns, wir machen mal einen Podcast über Podcasts. Es gibt nämlich ganz, ganz viele. Es gibt nicht nur unseren, der so ganz super geil ist. Also der ist ja, also unser ist ja wirklich unvergleichlich. Ja. Jetzt müsste man selbstredend das entsprechende Adjektiv einsetzen, was man gerne möchte, hinter unvergleichlich. Ja. Was soll das denn heißen? Schön, toll, super. Ja. Schlecht. Grauenhaft. Langweilig. Nervig. Unverschämt. Ja. Ja. Also irgendwie sowas. Also ansonsten sind wir jetzt bei Folge 9. Und es geht um Podcasts. Und wir dachten uns, wir stellen einfach mal so ein paar Podcasts vor, die es dann noch so gibt. Es gibt nämlich jede Menge. Und wenn ihr hier so einen Podcast hört, wie zum Beispiel unseren, dann könnt ihr euch auch vielleicht auch vorstellen, andere zu hören, die auch ganz toll sind. Und ich dachte mir, wir fangen vielleicht mal mit den Podcasts an, die es dann so im Piratenbereich gibt und wo sie quasi Piraten über Dinge unterhalten. Ja, Piratenradio sozusagen. Ja, ja. Piratenradio gibt's auch, aber das ist kein Podcast. Das Internet ist ja ein, fällt mir ein, einziger Piratensender. Da fehlt noch einer. Aber okay, ich tippe den mal schnell dazu. Eigentlich wollten wir anfangen, ganz oben steht der Klabautercast. Ja, den sollte ja eigentlich, oder den kennt wahrscheinlich fast jeder. Also jeder, der Podcasts hört und bei den Piraten irgendwie mal so reingeschnuppert hat, kennt ja Martin Hase. Und der macht den Klabautercast. Ja, erzähl ruhig weiter. Was soll ich denn erzählen? Kennst ja, der Klabautercast, womit befasst er sich? Halt eben mit piratigen Dingen. Martin, ist es ein Interview-Podcast? Ausschließlich? Ja, ne? Ist ausschließlich ein Interview-Podcast. Es ist ein Interview-Podcast, wobei Martin natürlich immer sehr viel eigene Sachen einbringt. Ja, ja, Martin ist die Hauptperson. Aber er ist halt der, genau, der Organisator und dann hat auch hochprofessionelles Equipment, nicht so wie wir hier. Ach, ich finde uns das ganz nett, muss ich sagen. Ich finde das Equipment super. Man hat keine Ohren, die gedrückt werden durch irgendwelche Kopfhörer. Man ist flexibel. Das ist immer ganz schön. Man kann vor allem überall podcasten. Kein Strom. Wir sitzen jetzt auch hier gerade auf dem, ist das ja auch der Flatow-Berg? Ich weiß es nicht. Im Park Babelsberg am Fuße des Flatow-Turms. Wir haben einen sternklaren Himmel über uns und einen Blick rundherum auf Wasser und Wald und ihr hört die Grillen und ja, müsst ihr uns jetzt einfach glauben, dass es nicht eingespielt. Ihr hört die Grillen hier. Also Leute, die hier überall rumstehen und grillen. Nee, war ein Scherz. Genau. Klabautercast. Klabautercast. Worum geht's da? Um Bundesparteitage, um Landesparteitage in Berlin oder in Bayern oder um Antragsbesprechungen oder um Kandidatenvorstellungen oder um alles, womit sich die Piratenpartei verschiedene so Themen, beschäftigt. Womit sich die Piratenpartei gerade beschäftigt. Wie zum Beispiel letztens, der letzte Podcast, es geht, glaube ich, auch über die Potsdamer Konferenz. Genau. Da haben wir ja bei unserem Laber-Podcast auch drüber berichtet. Stimmt, und da haben wir auch darauf verwiesen, ja. Genau, dass man da mal reinhören sollte. Ausgabe 6 der Brandung. Genau, Ausgabe 6 der Brandung. Ja. Ich habe den noch nicht gehört, aber das kommt bestimmt bald. Ja, da geht es ja auch um Europa oder recht viel um Europa. Craig Pille war ja zu Gast und ja, überhaupt sehr spannende Themen. Also sucht euch da mal raus. Ich meine jetzt Kandidatenvorstellungen von irgendwelchen Kandidatenwahlen mögen da jetzt nicht mehr so spannend sein, vielleicht im Nachhinein, außer man möchte sich mit den einzelnen Personen dann nochmal, möchte die nochmal kennenlernen, wie die so im Gespräch drauf sind. Da ist das sicherlich ganz hilfreich. Ich habe tatsächlich alle gehört. Ja. Das sind jetzt schon 98, 97? Ja, also ich habe alle gehört, außer den neuesten. Nicht schlecht. Das sind jede Menge Stunden. Ja, ja. Der ist ja auch nicht kurz, ne? Also ich habe ja gehört, die haben ja auch schon
ging ja auch schon mal fast an die 5 Stunden ran. Ja, da gab es so 2 Leute, die haben einfach nicht aufhören können zu labern. Ja. Und ich war keiner davon. Ey, ja. Wir beide waren auch einmal im Clubhouter-Cast. Oh. Wenn ihr uns sagt, welche Folge das war, dann... Irgendwas in den 80ern. Oder? Ich weiß es nicht. Da können wir in die Links packen. Aber egal, gehen wir weiter. Weil es gibt ja noch ganz viele andere. Also Martin Hase macht auch noch andere Podcasts, aber dazu kommen wir dann vielleicht im zweiten Teil, wenn wir allgemein Podcasts vorstellen. Jetzt geht's ja erstmal weiter mit den Piraten-Podcasts. Da hast du ja noch einiges auf der Liste. Ja, einer von den ganz bekannten Piraten ist ja der Christopher. Und der hat auch einen eigenen Podcast, der nennt sich Auer auf Lauer. Der ist relativ neu. Ich glaube, ich habe 2 Ausgaben davon gehört. Gibt es vielleicht? Es gibt nur zwei. Okay, ja. Dann ist gut. Dann habe ich ja alle gehört bisher. Weißt du noch, worum es ging? Ich glaube, die waren ganz interessant, aber ich weiß jetzt nicht. Ich fand sie auch interessant, aber ich krieg da jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, einer war mit Tollwutbezirk, also mit dem Gerhard Anger. Ja, der erste. War der erste. Auf jeden Fall waren Im die auch zweiten sehr... hatte er da nicht... der zweite ging der nicht über die Geschichte, die auch in dem anderen Podcast gelaufen ist, in dem der eingestellt wurde, in der letzten Ausgabe, war das nicht? Dem Edelstoff-Podcast? Dem Edelstoff-Podcast, die Skandalfolge. Hat er dich darauf bezogen, den zweiten? Nee, ne? Das kam danach. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Ja. Also, ist auch ganz gut. Ist noch relativ neu und wird wahrscheinlich auch nicht so regelmäßig erscheinen, weil der hat ja eine jede Menge zu tun, denke ich mal. Ja, aber kann man gut mal reinhören. Und wenn wir jetzt gerade den anderen Podcast erwähnt haben, den Edelstoff-Podcast, dann können wir ja darauf gleich nochmal kommen. Ja. Das ist nämlich der Podcast vom Tollwutbezirk, also Gerhard Anger und RKA. Wir kriegen gerade Besuch von einem PKW. Das könnte der Security-Dienst sein. PKW, krass. Ja. Das sollte ja im Park ja nicht rumfahren. Egal, wir machen einfach weiter. Entschuldigung, Edelstoff. Genau, und auch von Andreas Baum. Ja. Und die haben lange Zeit lang einen Podcast gemacht über die Berliner Piraten. Und der wurde jetzt vor kurzem beendet. Da gab es eine letzte Folge und eine letzte Folge. Ja, das war ja mit einem kleinen Skandälchen sozusagen zu Ende gegangen. Genau, die letzte Folge, die war halt ein bisschen skandalbehaftet, weil die tatsächlich von der Presse gehört wurde. Ja. Und Gerhard hat sich über die Abgeordneten beschwert, dass sie nicht so arbeiten, wie er sich das gewünscht hätte und dass er sie selbst auch nicht mehr wählen würde. Ja, dass er keine Wahlempfehlung mehr aussprechen würde. Genau, also nicht nur, ja. Und das war schon ein ziemlich krasser Podcast, der auch so ein bisschen immer so eine gewisse Aggression mitschwingen lassen hat irgendwie. Mhm. Weiß auch nicht. Ja, das war ein bisschen. Ja, er war fast unangenehm, ihn zu hören. Ja, das war schon ein bisschen komisch. Wobei die auch alle so ein bisschen, oder ich will nicht sagen alle, aber es hörte sich auch nicht so an, als ob die jetzt alle irgendwie ganz nüchtern gewesen sind und ja. Auf jeden Fall, wenn man den hört, dann sollte man auf jeden Fall noch die letzte Folge hören, weil Christopher wird zu Gast. Da wird dann auch wieder vieles aufgeklärt und viele Wogen geglättet. Ja, also ist alles nicht ganz so schlimm. Es ging ja auch unter anderem um den Streit, glaube ich, zwischen Sebastian Nerz und Christopher Lauer. Beziehungsweise Andreas Baum und Christopher Lauer und Sebastian Nerz um irgendeinen Blog, um einen Brief, der veröffentlicht wurde. Und naja, ist ja auch. Hört rein, wenn ihr Interesse habt. Ja, so ein bisschen schmutzige Wäsche. Piraten-interner, auch Bundes- und Berliner Ebene. Genau. Kann man da hören. Ja, und es gibt einen neuen Podcast mit Gerhard, wie gesagt, Tollwutbezirk, und Be a Pirate. Simon Kowalewski. Nein. Nein.
Martin Delius. Entschuldigung, The Bear ist, ja. Ja, nicht der Pirate Simon. Und The Bear verwechsel ich dauernd. Da gibt's bisher nur eine Folge und der Podcast nennt sich Der Eingriff. Der Eingriff. Der ist zu finden unter hauptstadtpiraten.net. Also ich habe den auch noch nicht gehört, bin immer noch sehr gespannt und werde mir den demnächst mal anhören. Ja. Weiß nicht, worum es geht. Ich glaube, es ging irgendwie um Vorstandsgeflüster. Mhm. Könnte also entweder Berliner Bezug oder Bundesbezug haben. Ja. Aber ich nehme mal eher an Berliner Bezug, weil Hauptstadtpiraten. Mhm. Ja. Also es gibt nicht nur Podcasts aus Berlin, es gibt auch Podcasts aus Bayern. Ja. Da gibt es nämlich den Freibeuter Hafen. Und der Freibeuter Hafen, der wird gemacht von dem Benjamin Stöcker, von Bruno Kramm und Triple Smart. Mhm. Also auf Twitter einfach Ben, Bruno Gerd Kramm und Triple Smart. Wobei man ja sagen muss, der Podcast, der Klabautercast, kommt ja auch nicht aus Berlin, ne? Der ist ja der eigentlich ist auch allgemein aus, eigentlich. Ja, erstmal allgemein, aber hatte der nicht sogar im Jingle drin, der Podcast aus, Moment, wo kommt er her? Wo hat er seine Professur? Nee, ist er nicht aus Bayern auch? Ja, ja, also Bamberg, glaube ich. Bamberg. Ne? Ich dachte, das wäre mal im Jingle drin gewesen, aber gut, keine Ahnung. Das ja, ich glaube, das ist nicht im Jingle drin, aber da werden, oder meiner Martin, der fährt ja auch durch die Gegend. Klar. Und macht hier und da ist schon Podcasts. Schon eher ein bundesweiter. Ja. Ja. Also unser das ist Podcast, die ARD unter den Podcasts. Ich habe gerade eine Sternschnuppe gesehen und damit kann ich mir jetzt auch nichts mehr wünschen. Aber wenn man nicht abergläubig ist, dann kann man sich auch was wünschen und weiß, dass es sowieso nicht in Erfüllung geht. Oder dürfen die Hörer sich jetzt was wünschen? Nein, Glück hat, die Hörer dürfen sich jetzt was wünschen. Ah ja, genau. Ihr habt die Sternschnuppe gesehen. Ihr habt sie gehört. Sich jetzt was wünschen. Genau. Ich habe mich gerade voll aus dem Konzept... Konzept. Wir haben doch keins. Ach so, unser Konzept ist ja die Konzeptlosigkeit. Genau. Ja, du warst gerade bei Bayern. Genau, der Bayern-Podcast von den drei Piraten. Da sind auch manchmal noch andere dabei und der ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das so eine feste Besetzung ist. Ich glaube, der Bruno, der war anfangs auch noch nicht dabei. Triple Smart weiß ich gar nicht so genau. Ich habe da auch mal reingehört, der fing eigentlich damit an, so auf Stammtischen Gespräche aufzuzeichnen und wurde dann eigentlich zunehmend eher zu einem Themenpodcast, mhm. der dann immer bestimmte Themen aus der Piratenpartei aufgreift und die dann behandelt. Ja, also auch bundesweit beide Thematiken. So wie wir teilweise auch bundesweite Sachen machen. Ja. Also kann man auch gut reinhören. Also wenn man mal einen bayerischen mit den Bayern quasi oder ja, wie sage ich's, mal so ein paar Stimmen von bayerischen Piraten hören möchte, da ist der Freibeuterhafen eine gute Empfehlung. Ja, neben dem Freibeuterhafen aus Bayern gibt es noch das Krähennest aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Das wiederum wird gemacht vom Extra-Tobi. Ich habe da nur eine Folge gehört, und zwar die Folge über Liquid Feedback mit Martin Hase. Ah, okay. Ja, war sehr interessant. Ich fand die Folge wirklich sehr gut, weil sie oder ist weil das der ein extra verdammt helle Sternschnuppe oder ein Flugzeug für ein Flugzeug Sternschnuppe ein Satellit oder das ist doch ein Flugzeug, oder? Es blinkt nicht. Also es ist ein UFO. Wenn dann ist es, dann ist das ein verdammt heller Satellit. Wir sind gerade einem UFO aufgesessen. Ja, aber für ein Satellit ist das doch wirklich viel zu hell, oder? Das könnte die ISS vielleicht sein. Ist sie so hell? Ja. Vielleicht stürzt sie gerade. Ich meine, Flugzeuge hört man immer und überall, aber krass. Oh, jetzt dreht sie um. Jetzt fliegt sie plötzlich Schlingen. Wird immer größer und größer. Oh, grüne Männchen. Egal, weiter.
Genau, und der Podcast, den fand ich sehr gut, überlegt mit Feedback, weil der Tobi dort Fragen gestellt hat, die, also richtig Anfängerfragen gestellt hat, weil er selber, glaube ich, auch erst Liquid Feedback-Nutzer geworden ist. Mhm. Und hat gute Fragen gestellt, die man wahrscheinlich so als Nutzer, der das schon länger benutzt, nicht stellen würde. Und von daher ist es ein guter Einstieg, mhm, so wirklich, um Liquid Feedback kennenzulernen. Von daher kann ich das auch sehr empfehlen. Zumindest die eine Folge. Und die anderen weiß ich nicht genau, wie stark da der NRW-Bezug ist. Ich habe auch gesehen, da ging es um Anträge zum Landesparteitag und sowas, also so wie bei uns beim letzten Mal. Ja, ich meine, ja, wenn man aus NRW ist und sich unseren Podcast anhört, dann kann man sich auch den Podcast, wobei es ja auch aus der eigenen Gegend nennen. Zumal gelegentlich vorkommen soll, dass das Parteiprogramme kopiert werden. Ja, durchaus. Das soll ja gelingt mir vorkommen. Also kann ja durchaus auch interessant sehen, zu sein, mal zu sehen, was denn in den anderen Landesverbänden so abläuft und was da übernehmen, was da interessant ist und wie darüber gedacht wird. Überhaupt finde ich, weswegen Piraten-Podcasts ganz toll sind oder weswegen ich überhaupt Podcasts als Medium ziemlich genial finde und vor allem für Politik sehr sinnvoll finde, ist, dass man, weil wir sitzen jetzt hier und wir reden einigermaßen frei Schnauze und man kriegt halt auch so ein bisschen einen Einblick in die Persönlichkeit. Es wird irgendwie so ein bisschen, das ist halt einfach ein sehr personelles Medium und das ist dann doch noch was anderes als geschriebener Text. Man kriegt ein bisschen einen Einblick, wie die Menschen ticken und ich glaube, dass das ganz, ganz interessant ist. Ich finde zum Beispiel, also gerade auch wenn man jetzt so die Berliner Piraten, denen man ja teilweise weiß Gott was nachsagt oder so, wenn man dann irgendwelche Streitigkeiten liest oder irgendwelche Geschichten hört, dann mag das so in der letzten Folge, wo es noch eine letzte Folge gab vom Edelstoff, dann mag das zwar da teilweise auch sehr merkwürdig vorkommen, aber man kann das besser nachvollziehen teilweise. Und ich weiß nicht, vieles, was da so aufgebauscht wird, das finde ich, erledigt sich dann auch. Oder was ich zum Beispiel ganz beeindruckend fand, kommen wir auch später noch zu, was aber auch piratisch so ein bisschen passt, ist der Holger Klein, macht ja auch eigene Podcasts und der hat, ich weiß nicht, ob er das wirklich immer noch weiter regelmäßig machen will, der trifft sich gelegentlich mit Christopher Lauer. Und die wollten das, glaube ich, einmal im Monat machen oder irgendwie so, oder einmal alle 2 Monate, ich weiß es gar nicht, und reden dann. Und Holger ist ja jetzt auch eingetreten in die Piratenpartei, aber vorher war er eben nicht Mitglied und der stellt halt ganz tolle Fragen. Einige kennen ihn vielleicht aus Blue Moon oder Late Line, aus dem echten Radio. Da hat er die Talkshow und Chaos Radio hat er, glaube ich, auch mal gemacht. War das? Doch, glaube ich, in den Anfangszeiten. Kennt er Tim über Chaos Radio? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Fritz, ja, auf jeden Fall ein Fritz-Moderator. Und da ist es halt auch ganz toll, mal so ein bisschen, also wie er mit Christopher redet über das, was da so passiert. Und gerade Christopher ist ja auch eine sehr, könnte man sagen, streitbare oder umstrittene Person oder polarisierende Person. Und ich finde, so vieles, was so vorgeworfen wird oder was da so an Vorurteilen im Raum stehen, kann man in so einem Podcast irgendwie ja besser nachvollziehen oder, weiß ich nicht, entlarvt sich dann als Nonsens, finde ich zumindest. Also ich habe das Gefühl, in einem Podcast kommt die Persönlichkeit eher rüber. Das finde ich sehr angenehm. Vielleicht. Ich finde es als Benutzer sehr angenehm. Das natürlich auch. Aber erzähl das mal Leuten, die damit nicht so firm sind. Man kann es im Auto hören, wenn man durch die Gegend fährt. Ja. Ich höre eigentlich selten Musik inzwischen. Ja. Eigentlich nur noch während der Arbeit so. Oder eben auf Konzerten. Wenn ich so viele Podcasts höre. Ja, man kann halt ständig irgendwas lernen oder kennenlernen. Und das ist schon wirklich sehr, ja, sehr interessant. Ich finde das super. Was hast du noch für einen Piraten-Podcast? Es gibt noch einen Piraten-Podcast im Regionalen, der ist, und zwar den Trollfunk. Der Trollfunk ist, glaube ich, vom Schulze. Und von anderen Leuten möglicherweise auch noch. Und das ist wirklich derjenige, der das Piratenradio gemacht hat. Also es gibt unter piraten-radio.net, glaube ich, das Piratenradio, wo halt in bestimmten Abständen
also da läuft halt ständig Musik, aber gelegentlich wird dann halt auch moderiert. Und da gab es auch im Piratenradio gab es schon ziemlich gute Sendung, wo dann zum Beispiel über Stuttgart 21 berichtet wurde, also wo das da richtig heiß herging. Und da wurden dann Live-Interviews geführt mit Leuten, die da sind, und das war wirklich sehr spannend. Also auch das Piratenradio ist nicht von schlechten Eltern. Also da kann man auch teilweise ziemlich gute Sachen hören. Ich weiß allerdings, es ist schon eine Weile her. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch so aktiv betrieben wird wie damals. Weil ich habe schon eine Weile nicht mehr gehört. Auf jeden Fall gibt es jetzt auch den Trollfunk, und das ist wohl ein Hamburger Podcast, ein Hamburger Piraten-Podcast. Ja. Dann gibt es hier zum Beispiel auch noch die ganzen Abgeordnetenhaus-Podcasts. Piratencafé, hatten wir das schon? Das hatten wir noch nicht. Na, die würde ich eigentlich am Ende machen. Okay. Von den Piraten-Podcasts, weil es die ja nicht mehr so wirklich gibt. Okay. Genau, also es gibt der Pupe, der auch den Moderator gemacht hat bei dem Edelstoff-Podcast, bei der letzten Folge, nicht bei der letzten Folge, sondern bei der davor, und der sich da ganz gut versucht hat zu vermitteln zwischen den beiden. Der Pupe hat einen Link gesendet, wo alle Berliner Kurz-Podcasts, die sich jetzt um die Transparenz quasi kümmern, dass eben die Abgeordneten zum Beispiel immer mal erzählen, was machen sie denn so, was haben sie so für Aufgaben aktuell. Da gibt es dann verschiedenste Podcasts, wie zum Beispiel vom Andreas Baum oder von Christopher Lauer, die gehen dann immer so 5 Minuten oder 10 Minuten, wo sie einfach nur sagen, was haben sie denn den Tag über so gemacht oder was haben sie den nächsten oder den nächsten Tag noch so vor. Und da kann man einfach mal reinhören, wenn man wissen will, was machen die Leute da im Abgeordnetenhaus so. Und da gibt's jetzt eben, wie gesagt, so ein RSS-Mix, der quasi alle zusammenfasst, und den werden wir einfach mal mit verlinken. Mhm. Wenn man sich das anhören möchte, dann hat man dann alle Podcasts auf einmal in einem RSS-Feed. Ja. Ein RSS-Feed ist, wenn man es nicht kennt, so eine Art Link zu einem Abonnement oder ja, so eine Art Abo, ja. Genau. So ein Abo, wo alle neuen worüber man Podcast abonniert. Aber da machen wir irgendwann mal was anderes, da brauchen wir. Genau, also zum Beispiel Podcast abonniert oder Blogpost oder sowas, aber ja. Genau, da gehen wir mal später nochmal drauf ein, bei Technik oder so. Und dann gibt's noch den Anarcho-Bronies-Podcast aus. Ist das ein Piraten? Aus, ja, Berlin. Gut, das sind beides Piraten. Nee. Doch. Der ist doch, von Olli, Urban Pirate, und Twitter-Nick hast du vor dir, den könntest du schon. Ja, NetSteward. Meine Güte, warum fällt mir jetzt der Name nicht ein? Ist ja auch egal, wir haben kein Internet. Ist nicht so wild. Ja, und da geht's so ein bisschen um Anarchie oder Anarchismus und wie das eigentlich zu Piraten passt. Und da geht's auch um Antifa-Themen und sowas. Und der ist auch ziemlich interessant, da kann man mal reinhören. Da kann man sicherlich auch drüber streiten, über einige Sachen. Ist aber super interessant. Ja, finde ich auch sehr, sehr hörenswert. 3 Folgen gibt es bisher, glaube ich. Und fand ich alle 3. Ich fand auch alle 3 gut. Ja. Ja. Ja, dann gibt's Podcasts, die es nicht mehr gibt. Da hatten wir ja schon den Edelstoff-Podcast angesprochen. Den gibt's nicht mehr. Aber wie gesagt, es wird ja irgendwie in diesem Eingriff eventuell irgendwie weitergeführt. Und Andreas macht ja auch seine Mini-Podcasts, ja, wo es so berichtet aus dem Abgeordnetenhaus.
Und da gibt es Podcasts, die so quasi im Status eingefroren sind. Und zwar die Piratengespräche einerseits. Das ist ein Podcast mit Christopher Lauer, also Schmidtlab auf Twitter und dem Zeitweise. Und der ist schon ziemlich alt. Der ist, glaube ich, der erste Piraten-Podcast gewesen, wenn ich mich nicht irre. Und da kann man zum Beispiel mal reinhören, wenn man so ein paar Infos haben will, was denn so 2009 so alles bei den Piraten thematisch so abging. Da gibt es so Berichte vom ersten Bundesparteitag und sowas. Es ist auch ja, sehr spannend. Ziemlich spannend, mal da so in die alten Zeiten reinzuhören. Ich habe die auch erst vor kurzem gehört. Ich glaube, da gibt es nur 9 Folgen. Und die sind teilweise auch gar nicht so lang. Ich glaube, alle so um eine Stunde oder anderthalb Stunden. Ja, und... Genau, das muss man euch dazu sagen. Also die sind, das ist ja das Schöne am Internet, nicht depubliziert. Ja, die verschwinden nicht. Die verschwinden nicht so einfach. Und das ist schön. Ja. Ja. Der nächste wäre... Da kann man nochmal reinhören, wenn man mal wissen, was so 2009 abging. Leider gibt's, oder zumindest kenne ich keine Podcasts, die noch älter sind. Das würde mich vielleicht auch mal interessieren, was eigentlich so nach ganz 2006 so ging. Ja. Ja. Also der Klabautercast, dachte ich ja, der wäre ja auch schon recht alt, aber so alt ist er gar nicht. Der ist ja erst, ich glaube Anfang 2010 oder so gab es erst die erste Folge. Und jetzt ist er auch schon fast bei 100. Bei 100, ja. Na, da brauchen wir noch bis Ende des Jahres. Wir brauchen da noch eine Weile, glaube ich, ja. Und dann gibt es noch das Piratencafé. Das war auch ein NRW-Podcast eigentlich. Das hat Plätzchen gemacht und ganz viele andere Leute aus NRW. Da ist der Alois bei gewesen. Dann Senf-Icon oder Senficon. Ja. Ich weiß nicht so recht. Also Julia Reda. Mhm. Der Bastian Gräßhacke, also ganz viele NRW-Leute und später hat er dann quasi, oder hat Plätzchen, wo er umgezogen ist, nach Berlin, weil er arbeitet ja auch im Abgeordnetenhaus als Mitarbeiter, hat er dann nochmal ein paar Piratencafé-Folgen aus Berlin gemacht, aber im Moment passiert ja nichts mehr, das ist auch auf Eis wahrscheinlich, weil er auch zu viel zu tun hat und nicht mehr dazu kommt. Ja, auch ziemlich interessant. Habe ich auch ein paar Folgen gehört. Jo, ziemlich gut. Und als letzten Piraten-Podcast habe ich hier noch zu stehen Stupalock. Was ist denn das? Ach du meine Güte. Das Stupalock. Das ist mein Abgeordnetenhaus. Eine Statusmeldung. Ja, das ist von der, oder das ist ein, so ein Baby, wo ich mich mal ausprobiere, ob das irgendwie Sinn macht, einfach mal kurz zusammenzufassen. Also wir sind hier von der Hochschulgruppe Potsdam ins Studierendenparlament eingezogen und da sitzen wir halt mit 3 Hanseln und können im Prinzip ja erstmal nicht viel machen, außer beobachten. Und wir haben da unser Liquid aufgesetzt und wollen halt eben mal schauen, ob wir diesen Kanal auch sozusagen nutzen können, um darzustellen, was wir gerade machen, was überhaupt so abläuft. Also mein Plan ist eigentlich, dass auf jeden Fall nach jeder Stupa-Sitzung kurz gesprochen wird, was war so passiert. Das habe ich jetzt, es gibt bis jetzt erst eine Folge, das habe ich bis jetzt halt eben in dieser einen Folge alleine getan. Zukunft wäre es halt schön, wenn wir mit allen zusammen da gelegentlich mal drüber reden, was so gerade gelaufen ist, kurz zusammenfassen, also reine Information, aber eben auch vielleicht irgendwelche Folgen, wo wir mit den Vertretern der anderen Fraktionen uns mal zusammensetzen und der anderen Listen und mit denen mal reden und ja, einfach nur mal so ein bisschen aus dem Stuhlpaar podcasten. Mal schauen, wohin das geht, ich weiß es noch nicht. Also ist jetzt auch erstmal noch keine weitere Ausgabe geplant, es gab jetzt die konstituierende Sitzung und jetzt sind ja Semesterferien und da findet nichts statt. Über die Stuhlpaar-Liste passiert auch nicht viel im Moment und ja, da gucken wir mal, dass wir in den Ferien da vielleicht noch den ein oder andere Ausgabe rausschmeißen. Und ja, mal gucken, was draus wird. Einfach mal ein Experiment.
Es gab aber auf jeden Fall schon mal Reaktionen von ich glaube, RCDS-Lern oder sowas. Also zumindest an die anderen Listen schon mal irgendwie herangekommen, dass es das gibt. Ja. Schauen wir mal, was da passieren kann. Also ich habe auch die Folge gehört, fand es ganz interessant. Ja. Weckt Interesse fürs Stupa in Potsdam. Das wäre schön, ne? Das wäre schön. Ja, vielleicht sollte ich doch mal Werbung machen auf der Studentenliste. Ja, können wir mal überlegen. Also wie gesagt, erstmal gibt es noch keine... Ja klar, da kann man ja... Das ist auch eine... Also ich meine, viele möchten nicht gerne viel Text lesen und sowas. Und das ist halt eine schöne Art, das zu konsumieren über einen Podcast. Ist ja auch jetzt bis jetzt, wie gesagt, eine Ausgabe, mini kurz und naja, mal schauen. Und dann weckt man vielleicht mal ein bisschen mehr Interesse auch für die Hochschulpolitik von ein paar Leuten, die da nicht sowieso schon involviert sind. Ja. Das wäre dann auch ganz nett irgendwie. Mal wieder zweistellige Wahlbeteiligungsprozentsätze. Ja, und damit sind wir zumindest und über die direkten Piraten-Podcasts, die jetzt so direkt über Piraten-Themen berichten oder über zumindest auch über Piraten-Themen berichten, schon mal drüber hinweg. Aber da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere, die, ja, die ganz, ganz toll sind. Kommen die Flaggschiffe sozusagen. Also die absoluten, ich meine, da gibt es ja das, ich weiß gar nicht, wie wollen wir das denn jetzt gruppieren? Wollen wir das nach Medium Imperium gruppieren oder... Medium Imperium. Es gibt doch nur ein großes Imperium. Es gibt eigentlich nur ein großes Imperium, ja, und das ist das... Des Herrn das Timperium. Das Timperium. Wahlweise der Rupert Murdoch, der Axel Springer oder der Hugo Egon Balder des Podcasts. Das Timperium. Ja, Tim Pritloff, weiß ich gar nicht, ob man sagen kann, weiß ich gerade, aber einer der ersten war er sicherlich nicht, aber, oder glaube ich mal nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall der erste, der wirklich so richtig da den Durchbruch geschafft hat, würde ich sagen, oder der halt auch davon ja leben kann und so seine Einnahmen generiert mit dem Podcasten. Und ich weiß nicht, angefangen hat er, glaube ich, im Chaos Radio, was noch ganz normal über UKW lief. Und hat dann dazu, das ist ja so, war auch so ein Call-In-Radio, einmal im Monat oder alle zwei Monate, ich weiß es gar nicht, auf Fritz, im Rahmen von Blue Moon oder Late Line, Blue Moon hieß das, war dann das Chaos-Radio, wo halt der Chaos Computer Club zu bestimmten Themen Sendungen abhielt. Und da waren dann immer mal Vertreter vom Chaos Computer Club und war Tim Pritloff eben relativ regelmäßig auch wohl gewesen. Ich weiß nicht, damals habe ich das nicht gehört in den Anfangszeiten. Und ja, daraus gab es dann relativ zeitnah, glaube ich, auch. Oder irgendwann gab es da auf jeden Fall einen Ableger, das CAE, das Chaos Radio Express. Und das war dann also mein erster Podcast, von dem ich so wirklich süchtig geworden bin. Der einfach mal durchweg genial ist. Format Interview. Tim lädt sich irgendeinen Nerd für irgendein Thema ein. Und das kann wirklich alles sein. Das können gesellschaftspolitische Themen sein. Das sind ziemlich viel technische Themen, sehr viel IT natürlich auch. Aber es kann halt eben auch Eisenbahn sein oder es ist wirklich Brauereikunst oder alles. Es ist wirklich quer durch die Bank. Und da hat er, und dann haben sie ein Thema und darüber unterhalten sie sich dann auch, und das ist auch schön, mehrere Stunden lang, ziemlich detailliert. Es gibt Linklisten dazu. Also es ist schon wirklich, wirklich, wirklich großartig, so eine Art Wissenschaftsmagazin. Da gibt es inzwischen so viele Themen. Also da findet jeder Sendungen sind's schon bestimmt. Da findet jeder irgendwie was er super interessant findet. Ja, also da müsst ihr einfach in die Liste reingucken und greift euch was raus. Es gibt super viele, die genial waren, aber da hat jeder sicherlich auch andere Interessen. Guckt einfach die Liste an, welches Thema euch irgendwie interessiert und zieht euch mal rein. Das ist einfach großartig. Das Ding heißt jetzt übrigens nicht mehr Chaos Radio Express, sondern CRE Technik Kultur Gesellschaft. Und ja, das ist so sein großes Flaggschiff. Dann gibt es noch mehr, die ihr macht. Da gibt es noch eine ganze Menge. Raumzeit ist zum Beispiel so ein neuer, das ist so einer, den ich ganz vielen Nicht-Podcast-Hörern oder Menschen, die noch nie Podcast gehört haben, empfehlen konnte und die das auch sich
angehört haben und dabei geblieben sind und das spannend finden. Hey, man sollte sich schon für Raumfahrt interessieren. Genau, es ist eben ein Raumfahrt-Podcast und der ist in Zusammenarbeit mit DLR und der ESA, also der Gesellschaft zur deutschen Luft- und Raumfahrt und der Europäischen Space Agency. Und da trifft sich Tim mit Projektleitern, Astronauten, Wissenschaftlern aus den diversen Projekten und unterhält sich wirklich bis ins Detail über irgendwelche Geschichten. Das alles auf einem Niveau, dass auch der Zuhörer das auch sehr gut mitverfolgen kann. Also manchmal wird es vielleicht ein bisschen sehr technisch. Da fragt er auch nach. Also es gibt sich auch Mühe eigentlich, dass da jeder mitkommen kann. Aber es geht auch schon schön in die Tiefe. Teilweise. Mhm. Das ist auch bei CAE häufig so. Also wenn dann irgendwelche... Gab es jetzt schon einen Raumzeit-Podcast über die Curiosity-Landung? Ich habe jetzt in den letzten Tagen nicht nachgeguckt, aber ich glaube noch nicht. Das kommt bestimmt. Das kommt aber garantiert auch, ja. Also das ist auf jeden Fall auch ein richtig... Wobei, ist ja ein NASA-Projekt. Interessiert ja DLR und ESA nicht. Ja, aber zumindest in NSFW haben sie ja drüber... Achso, da sind wir schon beim Nächsten. Es gibt ja auch nicht nur informierende, es gibt ja auch unterhaltende Podcasts. Und da ist von... Da macht Tim Pritloff zusammen mit Holger Klein, dem eben schon erwähnten Radiomoderator, also @Holgi auf Twitter, eine internationale Unterhaltungsgala, NSFW, Not Safe for Work. Und ja, Titel ist Programm. Von Hitler über schmutzige Witze, über Penis, Porno und so weiter ist da eigentlich auch alles irgendwie drin. Zwei Nerds unterhalten sich über diverse Themen. Und es ist eigentlich nur... Ja, es ist lustig. Also von Netzfundstücken über Büroaccessoires, aus denen man Waffen basteln kann und welche und alles. Ich habe noch nie NSFW gehört. Ich verstehe es nicht. Nein, du bist vielleicht ein Info-Nerd. Du willst Informationen, du willst wissen, aber das kriegt man eigentlich auch so ein bisschen. Nur Unterhaltung. Ich habe mich ja auch an... jetzt fällt er mir nicht ein. Ich gehe jetzt gerade die Liste durch und finde ihn auch nicht. Wo ist denn der MS Pro Podcast? Na, der steht relativ unten. Wir müssen reden. Wir müssen reden, genau. Das ist ja auch... Ja, das ist ja auch ein Labercast. Die Welt. Ja, aber auch philosophisch. Ja. Hohes Niveau. Ja, nee, NSFW ist ganz toll, macht viel Spaß, kann ich jedem empfehlen. Die Linklisten sind toll, gibt's auch jetzt mittlerweile schon, keine Ahnung, viele Folgen. Eine Milliarde Folgen. Naja, das ist... Also, ja. Das ist auf jeden Fall auch so ein Podcast, über den... Ich muss auch irgendwann mal die Grenze ziehen. Aber doch nicht bei NSFW. Also ja, auch immer ganz lustig sind natürlich live, also ne, die werden auch häufig live gestreamt oder viele Podcasts oder einige Podcasts werden auch live gestreamt, da gleichzeitig im IAC zu sein, das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Hörerlebnis. Ne? Das ist dann schon. Hatte ich bei den Piraten-Podcast gar nicht gesagt, da ist es übrigens so, bei den ganzen Piraten-Podcasts sind es glaube ich alles Podcasts, die nicht live gestreamt werden, außer das Piratencafé, das lief ja damals live. Ja, also da live konnte hat sowas man sich auch einwählen und mitsprechen dann übers Telefon und sowas. Ja gut, das ist bei NSFW jetzt nicht so. Das ist aber auf jeden Fall ist es bei den Podcasts, bei den Flaggschiffen, die jetzt so kommen, die sind fast alle oder sehr viele davon sind live. Und da kann man sich in den Chat einloggen und das ist eigentlich auf Freenode im IRC sind da immer die Leute drin und das ist teilweise sehr lustig. Sie benutzen den Chat auch als Schattenredaktion, wenn irgendwas schnell recherchiert werden muss, weil wir wollten das ja eigentlich auch gerne mal machen. Das machen wir mit Mumble irgendwann mal. Vielleicht machen wir das irgendwann mal, weil wir sind heute draußen. Gestern sagten wir, wenn wir nicht gerade draußen sind, dann machen wir das beim nächsten bestimmt. Und was sind wir jetzt? Draußen. Tja. Die Liste ist noch lang aus dem Pritloff-Universum. Das ist dann wieder ein sehr, 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 sehr piratenrelevantes Ding, was ich jetzt sagen würde, wäre Logbuch Netzpolitik und News of the World. Zwei Podcasts von ihm. Der News of the World ist in Englisch mit Bicycle Mark. Ich weiß gar nicht, welcher Nationalität er ist. Er hat, glaube ich, gepodcastet, englischsprachig, oder er ist auf Reisen gewesen und ist irgendwo hin.
wenn ich die Story richtig drauf habe, ist irgendwo hin und hat irgendjemanden kennengelernt, sich mit dem unterhalten, irgendwas gepodcastet darüber und ist dann darüber wieder an den nächsten gekommen, wo er wieder in irgendein anderes exotisches Land gekommen ist und hat da gepodcastet und dann wurde er über Internet wieder von irgendjemand anderen eingeladen, wieder in irgendein anderes exotisches Land, ist irgendwie so um die Welt gereist. So glaube ich das auch. Ja. Mhm. Und mit dem zusammen macht Tim Pritlove einen englischsprachigen Podcast über ja politische Themen, die halt eben so gerade in der Welt passieren. Habe ich die ersten Ausgaben gehört und fand ich ziemlich gut, aber es bin ich jetzt irgendwie in der letzten Zeit nicht mehr dazu gekommen, weiterzuhören. Ich weiß, ich habe sie alle runtergeladen, habe sie alle auf dem Rechner rumfliegen. Werde ich auf jeden Fall weiterhören, kann ich auch jedem nur empfehlen. Habe ich auch noch nicht gehört. Ja, und Logbuch Netzpolitik ist mit Linus Neumann, den man von netzpolitik.org kennt. Der bloggt da fleißig und das Logbuch Netzpolitik ist im Prinzip eine Audioversion, Audionachrichten mit rund um die Themenbereiche in Netzpolitik eben. Also Index, ACTA, Urheberrechte, aber auch Gossip. Im Moment die größte Gossip-Show, die da ja derzeit läuft, hier Julian Assange in der Botschaft von Ecuador oder, noch passender, noch genialer, wie heißt der dicke Lustige, der CCC-Hausverbot hat, den sie geradet haben, in Neuseeland, .com. Ja, ja, wir haben, das mega ist Upload. Boulevard, genau, mega Upload, kim.com. Also auch solche Themen sind da drin, aber hauptsächlich schon auch ernstere Sachen. Also so der ganze ACTA-Kram, Vorratsdatenspeicherung, alles was im Prinzip so auch auf Netzpolitik.org thematisiert wird, wird da auch thematisiert und abgehandelt, je nach Aktualität und je nach Lust und Laune der beiden. Und den Podcast würde ich wirklich, also jedem, der bei den Piraten so an Kernthemen interessiert ist und da so den Überblick behalten will, was da so gerade abgeht, würde ich den Podcast echt jedem sehr, sehr ans Herz legen. Da geben sie sich auch ein bisschen Mühe, dass die nicht zu lang werden. Also da haben sie irgendwann mal so gesagt 45 Minuten. Ich glaube, um eine Stunde herum dreht sich das dann immer. Aber das ist auf jeden Fall auch immer ganz, ganz zu empfehlen. Ja, und das haben wir gar nicht erwähnt. Die Produktionsfirma oder das Studio von Tim nennt sich ja Meta-Ebene. Das war so sein Blog, auf dem das alles irgendwann mal gestartet ist. Dazu muss natürlich auch ein Meta-Podcast her und das ist der Lautsprecher. Ich glaube, da ist zwar seit langem nichts mehr passiert, oder? Beim Lautsprecher. Das ist ein Podcast, der sich mit dem Podcasten auseinandersetzt. Also ziemlich selbstreferenziell. Ohne heiße aber noch, Eisen. Noch schlimmer als wir gerade. Also ja. Da geht es nicht darum, dass man andere Podcasts irgendwie empfiehlt, sondern darum, wie macht man Podcasts? Welches Dateiformat? Wie konvertiert man? Was? Womit schneidet man? Was gibt es für Mikrofone? Mikrofone gibt es. Was gibt es für Kopfhörer? Ja. Also das ist sehr spannend, wenn ihr das Ganze auch mal machen wollt und nicht so amateurhaft wie wir hier mit einem einfachen Mikro im Wald, dann hört da mal rein. Ja, das wäre das Meta-Ebenen, Meta-Eben-Universum gewesen, Meta-Eben-Universum. Als Abspalter davon könnte man ja jetzt direkt auf Holgi gehen. Denn mit NSFW wurde Holgi ja auch angefixt, was das Podcasten angeht. Also Holger Klein, dieser eben genannte Fritz-Moderator. Und der hat so sein eigenes Ding gestartet. Auf seinem Blog Vrindt, wer redet, ist nicht tot, hat er einfach irgendwann angefangen zu podcasten. Ich finde übrigens auch Vrindt und auch die ganzen Tim Pritlove Podcasts, außer der Lautsprecher, ja, haben absolut geniale Soundfiles. Ja. Also... Ja. Raumzeit, das ist... Oh, ach, du meinst jetzt die Intros. Eine Ohrenweide. Intro ist genial. Wobei ich sagen muss, es gibt einen Podcast, dessen Intro übertrumpft alles. Und ich liebe ihn und ich höre dieses Intro unglaublich häufig. Kommst du drauf? Von der Liste, die jetzt noch folgen. Und ich höre dieses Intro... Also jedes Mal, wenn da wieder eine neue Ausgabe kommt, es gibt nicht so viele. Liedkultur? Nee. Den finde ich auch ziemlich cool. Alternativlos. Diesen russischen ich muss sagen, ich mag den nicht so wirklich. Genial. Weil der immer so krass
krass laut ist. Ja, das, ja, und ich höre immer mega laut. Ich drehe dann immer noch fast die Ohren raus. Ich finde den so und dann, genial. Und dann sind sie so leise dann später. Das ist übrigens, weißt du, dass das, wir sind jetzt voll vom Thema weg, egal, aber das ist übrigens, ich habe eine Doku gesehen, als jetzt hier den Japanern ihre sicheren Atomkraftwerke um die Ohren geflogen sind. Da gab es eine Doku über Tschernobyl, wo schon mal so ein sicheres Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist. Und Tschernobyl? Ja, ich glaube, da gab es mal was. Echt? Naja, da hatten die irgendwo so einen Lüftungsschacht offen und so, da ist Strahlung entwichen. Und da haben die Ausschnitte aus russischen Nachrichten gezeigt und da war das Intro von irgendeiner russischen Nachrichtensendung. Also das, was die da benutzen, das Soundfile oder also dieses Ding, vielleicht ist es auch irgendwas Klassisches, ich habe keine Ahnung. Also ich habe da jetzt nicht hinterher recherchiert, aber es auf jeden Fall gab es auf jeden Fall eine russische Nachrichtensendung oder was war das für ein Land? Ach ja, war ja alles da irgendwie der Russe. Und auf jeden Fall von dem Russen, dem einen, da war es auf jeden Fall ein Nachrichten-Jingle. Fand ich total genial. Aber der ist sehr cool. Tja. Ja, nee. Aber Vrind, zurück zu Vrind, dem Holgi, dem Tim Pritloff Holgi-Spin-Off. Er hat angefangen, glaube ich, einfach zu versuchen, sein Radioformat mehr oder weniger ins Netz übertragen und Leute anrufen lassen. Und da hat er dann sozusagen eine Call-In-Show gemacht mit Skype, konnte man anrufen und mit ihm reden. Und hat halt vorher irgendwie auf einer Webseite, auf dem halbautomatischen Einbeinigen, seine Themen eingegeben, über die man reden möchte. Und dann hat man halt geredet. Und ich finde, Holger kann unfassbar genial. Also entweder sind alle Menschen, die bei ihm anrufen, spannend und interessant. Und also wahrscheinlich sind alle Menschen irgendwie interessant. Und das ist ja auch das, was Holger immer sagt. Denn es gibt keinen Menschen, der nicht irgendetwas zu erzählen hat. Und das ist irgendwie Holgis Talent. Er kriegt die Leute dazu, alles irgendwie hochspannend zu erzählen. Also ich fand da selten irgendetwas uninteressant. Ob es der Fernfahrer war, der von seinem Alltag berichtet, über den sie geredet haben, oder es ist eigentlich fast egal, wer da angerufen hat. Es war irgendwie, also es gab irgendwie nichts, wo ich gesagt habe, das fände ich jetzt irgendwie langweilig oder das war jetzt schlecht oder so. Ja. Also da das Format hat er übertragen. Dann ist das irgendwann so ein bisschen evolviert, wie das halt eben so ist. Ne? Man probiert sich aus. Und dann war irgendwie so die Idee gekommen, weil endliche Leute, das ist ja ganz witzig, ich weiß nicht, ob das alle wissen, dieses Internet funktioniert ja auch über diese komischen Nationalstaatengrenzen hinweg. Echt? Also ja, das ist ganz witzig. Und dann hat er halt plötzlich da Anrufer aus wirklich aller Herren Länder. Thailand, aus Amerika, aus was weiß ich überall. Ich glaube, er hatte sogar ein Gespräch zum mit Nord- oder Südpol? Naja, zu so einer Forschungsstation? Jetzt vor kurzem habe ich einen Vrind gehört mit über Somalia. Mhm. Mit einem, der jetzt zwar gerade nicht in Somalia ist, aber ja. Über Somalia, sehr interessant. Ja, und da hat er so gesagt, er würde gerne ein Korrespondentennetzwerk aufbauen. Er möchte gerne in jedem Land mit jemandem telefoniert haben. So, das war dann sein nächstes Ding. Ja, und dann hat er aber auch Interview-Podcasts jetzt schon etliche drin gehabt, wo er sich mit einzelnen Personen getroffen hat, unter anderem eben hier Christopher Lauer, mit dem er sich trifft. Und ja, also es ist eine gute Mischung. Er will das, glaube ich, auch noch irgendwie aufteilen in einzelne Sendungen. Ich weiß nicht, manche sind Holger ruft an und manche sind Ferngespräche. Das sind dann, glaube ich, die Call-In-Shows oder die. Also es ist, ich habe da jetzt noch nicht so viel erkannt. Ich abonniere einfach den Feed und habe da alles. Manche sind doch einfach nur Gelache. Ja, genau. Das fand ich schon gefährlich, muss ich sagen. Ja, aber einfach dieses Lachen vom Holgi und plötzlich stürzt mein Handy ab. Ja. Das war der Holgi-Wurm. Ja, das war wie in einem 80er-Jahre-Hackerfilm. Irgendwas lacht. Am besten noch so ein Totenkopf im Display und dann stürzt alles ab. Weißt du, da bin ich, das kann mir nicht passieren, weil ich zu manuell bin. Es gibt ja für Android keine vernünftigen Podcast-Apps und deswegen muss ich mir den ganzen Kram ja manuell aufs Gerät packen. Und ich höre nicht irgendwie die Streams so. Also ich habe halt den Stream, den lasse ich mir von Podcat über einen Cronjob immer runterladen. Ich habe die ganzen Dateien, alle Audio-Files, immer alle irgendwie so rumfliegen auf dem Rechner, wenn sie rauskommen sofort. Aber
zum Abspielen muss ich da absichtlich hinsteuern, entweder am Rechner oder eben mein mobiles Endgerät befüllen. Mhm. Das heißt, mir kann nicht passieren, dass ich da irgendwie einfach so... Nee, ich hab mir dieses Lachen schon runtergeladen auch. Also ich... Ja. Ein Klingelton. Ich habe ja den Vrindl-Ton, das Intro von Vrindl als Klingelton. Tja, was man nicht nebenbei hören kann. Oh ja, das kann man wirklich nicht nebenbei hören können. Also mitunter auch anstrengend. Und man kann es nicht nebenbei hören. Nee. Aber einer meiner Lieblingspodcasts. Also wirklich, ja, in der letzten Zeit. Ist ganz frisch dazugekommen für mich, aber ganz toll. Für mich auch. Ganz, ganz toll. Soziopod. Der Soziopod. Oder Soziopod, wie auch immer. Genau, von Ed Breitenbach und Dr. Köbel. Dr. Köbel und ja. Der Herr Breitenbach. Und der Herr Breitenbach. Ich find's immer ein bisschen befremdlich, muss ich sagen, dass der Herr Breitenbach den Dr. Köbel immer so, der großartige Dr. Köbel oder sowas, so ankündigt. Und Dr. Nils Köbel sagt dann ja, und Herr Breitenbach. Ja. Ist immer so, der schwärmt so von ihm, aber umgedreht ist es halt so komisch irgendwie so. Naja, der ist halt so ein Internetmensch. Ne? So ein Internetmensch. Ja, der Breitenbach ist auch irgendwie so ein Nerd. Und der Köbel genauso, nur eben der eine ist eher so ein Netznerd und der andere nicht. Obwohl der Breitenbach, man ja so doll auch nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, was ist denn die Profession? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, Soziopod, wir sollten mal sagen, worum es da geht. Da geht es um tolle Sachen. Fast zusammen. Um Religion, Philosophie, Soziologie, ich glaube, Pädagogik. Ist Dr. Köbel aus der Soziologie kommend, oder? Ja, der ist, glaube ich, Soziologe. Ja. Ziemlich viel Philosophisches. Ja, das ist alles sehr tiefschürfend. Oder nicht alles, aber vieles. Ja. Und das kann man halt nicht so nebenbei hören. Ja, also wenn ihr den Podcast mal hören solltet, eine neuere Folge, dann wisst ihr, warum wir ständig sagen, man kann es nicht nebenbei hören. Nein, das kann man nicht nebenbei hören. Mit ganz super interessanten Themen über interessante Leute oder zum Beispiel über Dinge. Marx oder Popper oder Popper. Freud. Popper. Ich will auch, dass sie noch mehr Folgen über Popper machen. Freud, Sigmund Freud. Ja, genau. Das war zum Beispiel auch krass. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Ich weiß nicht, Freud hatte ich so. Weil ich habe das ja weder studiert noch sonst irgendwas. Den hatte ich so in so einer, ach die kleine perverse Schublade gesteckt gehabt und habe den völlig ignoriert. Und also das war hochspannend. Ja. Ja, so pervers ist ja dann doch gar nicht. Nee, also ich kannte halt auch nur so das mit der oralen, analen und genitalen Phase und so von Kindern oder sowas. Das kannte ich als Schlagworte, so was man halt so kennt, wenn man an Freud denkt oder so, ne? Und Ödipus-Komplex oder sowas. Aber das ist halt eben nicht alles so lächerlich, wie es teilweise klingt. Und das ist nicht vor allem auch nicht so pervers, wie es klingt. Ja, also, überhaupt nicht. Also, Und ja, das ist wirklich ein ganz, ganz toller Podcast. Der macht sehr, sehr viel Spaß. Sind jetzt gerade in die Sommerpause gegangen mit Marx, den sie übrigens total, total nicht so gut fanden. Vor allem Breitenbach, glaube ich. Und Dr. Köbel ist da dann doch ein bisschen, nicht verteidigend gegangen, aber zumindest so um Verständnis würden. So. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Sehr toll, wenn man sich für Philosophie, Soziologie interessiert und solche Themen, ist das eigentlich ein Muss. Also vor allem, also ich meine, wenn man vielleicht selber in der Materie so tief drinsteckt, ist es einem vielleicht nichts Neues oder so, ich weiß es gar nicht, aber also, ich finde den super geil. Also ja. Auch ich habe mir alle angehört, außer den neuen jetzt, aber auch über Religion und so, super interessant. Ja. Ja, der Marx fand ich war auch der Schwächere. Oder vielleicht waren die Ansprüche so, ich habe mich so riesig gefreut, dass eine neue Folge kam und Popper war so schnell vorbei. Oh. Ja, was gibt's noch? Karlsdialoge ist auch vom Breitenbach, ne? Das weiß ich gar nicht. Also zumindest eine Ausgabe. Ich habe bis jetzt da nur eine Ausgabe gehört über den europäischen Stabilitätsmechanismus. Und zwar ist es der Karlsdialoge ist zumindest im Impressum. Das ist irgendein Federvieh.
Ja. Es ist wild in Potsdam. Die grünen Männchen sind da. Ja, die Karlsdialoge sind laut Impressum zumindest von der Universität Karlsruhe. Und also da steht nicht er selber als presserechtlich Verantwortlicher drin. Ach so. Und ich weiß auch nicht, wie viele Ausgaben das bisher schon gibt und was da sonst noch an Themen gewesen sind. Ich habe nur mitbekommen, dass er sich da halt mal den ESM erklären lassen hat. Und das war doch sehr spannend. Ist das Tier hier unten? Hipsi. Kann man da was sehen? Sehen wir einen Mülleimer. Ja. Aber es ist echt laut. Das macht Krach. Diese Natur ist doch echt. Jetzt hat's aufgehört. Weil ich auch gekriegt habe. Das hast du gut gemacht. Ja, wir bändigen die Natur. Der Taubenflüsterer. Ja, Karlsdialoge, wie gesagt, also da gab's. Ach ja, genau, wenn ich den jetzt schon mal hier plugge, den Karlsdialoge zum ESM, dann kann man dazu auch noch pluggen den Podcast von Holgi, eine Vrindt-Ausgabe über die Krise. Holgi ruft an, wegen Krise. Steffen. Und lässt sich da mal wirklich in 4,5 Stunden von einem Ökonomen erklären, was da so passiert, wie das so, was da so gelaufen ist, was da so derzeit so die Strömungen in der Wissenschaft sind, die aus welchen Gründen oder aus welchen... Wissenschaft nennst du das? Ja, auch wenn man sich in der Theorie total verrennt, kann das Wissenschaft sein. Und ja, welche Glaubensrichtungen im Prinzip in der Ökonomie da gerade in welche Richtung irgendwie das tingeln. Das glaube ich eher. Ja, und das deckt sich halt auch viel, wenn man, ich meine, die neue Datenschleuder, also Datenschleuder ist so, muss man dazu sagen, vielleicht kurz, das ist die Vereinszeitschrift vom Chaos Computer Club. Und die FAZ, beziehungsweise vielmehr das Feuilleton der FAZ, wird als neue Datenschleuder als inoffizielles Chaos Computer Club Blatt sozusagen mittlerweile betituliert, weil das Feuilleton eben genau dieser mainstreamigen Ökonomenmeinung, die wir in Deutschland haben, so ein bisschen widerspricht. Und das ist halt, glaube ich, geht ganz, 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 ganz stark auf Frank Schirmacher zurück, der da sehr großartige Menschen zu Wort kommen lässt, die eben nicht diese ganz komische Neokon-Richtung, die wir hier da gerade fahren, unterstützen. Und das ist halt in Deutschland halt auch ein Riesenproblem, was in den Podcasts auch erwähnt wird, was man halt in den Medien in Deutschland relativ wenig mitkriegt, dass es halt eben, dass wir relativ klar die meisten Ökonomen auf der Linie haben, auf der wir jetzt gerade fahren, und es relativ wenig Widerspruch gibt und die ganzen offensichtlichen Fails, die es da so gibt, eben halt ignoriert werden. Und naja, da wird halt auf jeden Fall mit, da ist in dem Holgi-Podcast mit Steffen ganz, gewinnt man ganz tolle Einblicke, und in den Karlsdialogen zum ESM auch. Ich habe, wie gesagt, andere Ausgaben von den Karlsdialogen jetzt noch nicht gehört. Okay. Habe ich auch noch nicht gehört, den Karlsdialoge. Über den ESM auch nicht? Nee. Der ist wirklich toll. Also, das ist, das ist sinnvoll. Also vor allem, wenn man dann irgendwie so überlegt, ich meine, wer hatte dann da ganz am BPT am letzten gegen den ESM-Antrag geredet, oder vorletzten war das, das war auch, glaube ich, Schmidt-Lab, wo es um die Ablehnung ging, wo alle ablehnen wollten, aber keiner so wirklich wusste, was los war und so weiter, da hat er nur den Kopf gewaschen, dass man, okay, das Zustandekommen schon durchaus kritisieren könnte, aber halt eben nicht unbedingt ablehnen sollte, was man nicht versteht oder wo man nichts weiß oder ich weiß es nicht. Ja. Gut. Was haben wir noch so auf dem Plan? Alternativlos ist ein Muss. Ist ja irgendwie alternativlos. Der ist alternativlos, ja. Also, das ist ja auch so was ich meine, ich bin ja auch einer dieser Neupiraten, der irgendwie so ganz frisch dazugekommen ist. Nicht mal Neupirat aus Zensursola, da habe ich noch meine alte Partei verlassen, sondern ein Neupirat, so ein Erfolgspirat, der dazugekommen ist, als ihr hier schon die Drecksarbeit gemacht habt und etabliert geworden seid. Ja, ja. Ne, da bin ich ja dazugekommen.
Und da war ich total überrascht, dass das Fefe auf den Stammtischen irgendwie nicht von allen gekannt wurde, weil ich gedacht habe so, also das muss man doch kennen, wenn man Pirat ist oder so. Ja, Felix von Leitner hat den gemacht im Chaos Computer Club und auf dem Chaos Kongressen immer die Fnord Show des Jahres. Auf den Kongressen, ne? Ja, genau. Macht immer die Fnord Show des Jahres, wo er so die ganzen Fails, Verschwörungstheorien und ich weiß nicht, was so über ein Jahr gelaufen ist. Also die Nachrichten, die man irgendwie so zwischen den Zeilen liest oder eben gar nicht in Deutschland liest oder sonst irgendwas, die er so da sammelte und die irgendwie witzig sind und oder skurril oder einfach unfassbar, die hat er da so vorgetragen immer und daraus ist dann, dass er für diesen Vortrag präpariert zu sein, hat er angefangen, so eine Art Logbuch zu machen. Und dieses Blog ist, ja, zumindest in Nerdkreisen, glaube ich, Kult. Und wenn der irgendwohin verlinkt, dann und man hat nicht einen entsprechend dicken Server dahinter, dann wurde man gefefert. Dann ist der Blog down, auf den er verlinkt hat. Also er hat da so ein gutes Bot-Netzwerk irgendwie am Start. Also eine sehr große Leserschaft. Bot-Netzwerk, ja, genau. Ja, eine sehr treue Leserschaft. Total umstritten, polemisch, viel Verschwörungskram, aber halt eben spannend. Aber der ist und er macht halt diesen Alternativlos-Podcast zu einzelnen bestimmten Themen, auch aus dem Chaos Computer Club Umfeld, zum Beispiel zusammen mit Frank Rieger. Ist er im Vorstand vom Chaos Computer Club? Ich weiß es gar nicht. Naja, mit Frank Rieger zusammen jedenfalls. Zum Beispiel, als diese Geschichte kam mit dem Bundestrojaner oder dem Staatstrojaner, da haben sie dann eine Ausgabe zugemacht. Oder zu allen möglichen Dingen eben berichten sie da. Mittlerweile hat dieser Podcast auch schon einen gewissen Fame außerhalb der Nerd-Szene, in dem Sinne zumindest, dass das der Herausgeber der FAZ, der Frank Schirmacher, von dem ich eben schon mal gesprochen habe, da zu Gast war und mit denen ein paar Stunden geredet hat, als auch jetzt kürzlich, das war allerdings, das müsste die letzte Folge gewesen sein, war aber, finde ich, auch die schwächste Folge, der Axel Springer-Chef hier Döpfner zu Gast war und sie sich mit dem unterhalten haben. Ja. Also das ist halt schon, das ist so schon von den Gästen her, ziemlich top, könnte man sagen, für so einen kleinen Podcast von Nerds. Vor allem dafür, dass die beiden eigentlich immer so viel beißen, ja. haben die den so gestreichelt. Den Döpfner? Ja, den haben sie wirklich reden lassen, das fand ich auch schade. Also da war wenig bei rum. Vor allem Fefe, ne? Naja, ja. War ich ein bisschen nicht so begeistert von. Das ist auch dieses, ja, das ist so. Ja. Nee, das fand ich auch nicht toll. Jo. Hoaxilla? Ja, würde ich sagen. Hoaxilla ist ein Podcast über Verschwörungstheorien, Sagen, Legenden, Esoterik. Irgendwelche Parawissenschaften, unheimlichen Dinge, Zahlensender. Ja, Zahlensender. Das ist ja alles komplett wahr gewesen. Ne? Ich glaube, da gab es keine Verschwörung drum. Mhm. Aber ist trotzdem so ein Ding, ne? Ja, also ist auf jeden Fall ein Podcast. Also der ist von Alexander und Alexa. Alias Alex Hoaxmaster und Black Sweet Toy auf Twitter. Und die beiden berichten dort eben aus, über die verschiedensten Themen. Der Podcast hat auch so eine gewisse wiederkehrende Art und Weise. Da gibt es immer so ein Thema der Woche und eine Story der Woche, die irgendwie am Anfang wird halt so eine Frage gestellt, ob irgendwas Komisches, irgendwas, was einem so komisch vorkommt, wahr ist oder nicht. Und dann kann man quasi bis zum Ende der Folge überlegen, ist es nur wahr oder ist es nicht wahr? Und am Ende klärt Alexa das dann auf, eben, ob es wahr ist oder nicht wahr. Ja. Und da wundert man sich dann schon manchmal, was das gibt es wirklich. Aber gut, in den meisten Fällen ist es absurd. Ist es auch wirklich nicht wahr. Was denn da?
Ja, interessant ist auf jeden Fall, das sind die beiden sind, glaube ich, Mitglieder der GWUP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Richtig. Und das ist so ein Teil der Skeptikerbewegung hier in Deutschland. Und die geben sich extrem Mühe, wirklich in die ganzen abstrusen Geschichten sich reinzudenken. Also da sei es jetzt irgendwie die Anschläge von 9/11, haben sie dazu auch was? Ja, bestimmt. Ja. Ne? Ja. Die Mondverschwörung, also dass man jetzt irgendwie gar nicht auf dem Mond war und die Bilder. Und die geben sich halt wirklich die Mühe, viel zu recherchieren, lesen sich da rein und klären so ein bisschen auf über den ganzen Unfug, der so verzapft wird. Und das ist, ja, also skeptisches Denken und die skeptische Heranweise eben an Herangehensweise an allen möglichen Verschwörungsunfug. Und das ist wirklich ja sehr, 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 sehr unterhaltsam. Vor allem, wenn man auch einen großen, also ich habe einen riesen Spaß an diesen ganzen esoterischen Geschichten und an Verschwörungstheorien. Das ist halt einfach total spannend und man kann sich's eigentlich kaum vorstellen, was für abstruses Zeug es gibt. Also von Chemtrails. Ja, Chemtrails sind ja noch, also Aurachirurgie war so irgendwie für mich die Krönung. Da habe ich mich beim letzten Mal weggeschmissen. Also wo dann irgendwie der Schamane dann irgendwie mit Schere und irgendwas an einem, neben einem rumschnippelt und sowas tut und dann irgendwas erzählt von Fäden, die noch aus dem letzten Leben da irgendwie hängen geblieben sind, die er jetzt versucht zu ziehen und so weiter. Also wirklich, ja, genial. Wirklich total genial und gleichzeitig aber auch irgendwo immer mal wieder, also wenn ich so meine Momente habe, dann denke ich mir so, das kann doch gar nicht wahr sein, mit den Menschen willst du irgendwie in einer Gesellschaft zusammenleben, die sich so einen Stuss glauben. Das ist absurd. Ja, aber es ist echt toll. Es macht Spaß und es ist wirklich einer der unterhaltsamsten Podcasts. So. Auch eine der letzten Folgen, da war das nicht auch Aurachirurgie, wo das Mädchen, das so ein neunjähriges Mädchen, das irgendwie widerlegt hat? Ja, klar. Ja, auch genau, diesen, das war die, ja, diesen, genau. So ein bisschen Schulwettbewerb oder so. Ja, ein Schulwettbewerb oder so. Und da hat ein neunjähriges Mädchen halt einen Test gemacht, ob diese Aura-Experten, was auch immer, Auraseher denn sehen könnten mit verbundenen Augen, also fühlen könnten, wo sie ihre Hand hat, über welcher ihrer Hände. Und ja, das war halt purer Zufall, ob sie es richtig geraten haben oder nicht. Also es war halt nur Raten und sie hat das halt also als Neunjährige dieses Experiment sich ausgedacht und ja, ist natürlich im Prinzip eine Art Doppelblindstudie. Die Auraseher sind gescheitert, leider. Ja. Leider. Ja, ja, natürlich. Also es ist immer tragisch, dass wir diese ganze Zauberei, dass das irgendwie nicht so richtig zu beweisen ist. Das ist halt komisch. Ja, zwischen Himmel und Erde, ja, Das ist eben. Steht auch jeden nur Morgen irgendwo ein Idiot auf. Wie heißt der Spruch eigentlich? Zwischen Himmel und Erde sind, oh, ich sag immer Herde. Zwischen Himmel und Erde sind mehr Dinge. Gibt es mehr Dinge, als man sich vorstellen kann oder sowas? Das ist, ja, das ist nicht nur einfach ein Spruch, das ist ein Spruch aus einem Stück von Shakespeare. Ich und glaube, auch rein fiktiv. Ja. Ja, und irgendwie entmystifiziert sich so ziemlich alles mit der Zeit durch Huxilla. Ja. Muss ich sagen. Naja, gut, also. Naja. Ich meine, es gab wenig davon irgendwie, was ich jetzt irgendwie schon, was ich vorher irgendwie ernst genommen habe, was da thematisiert wurde, aber ja. Es ist halt eben schön, das mal aufbereitet zu sehen und zu sehen oder die Ursprünge zu sehen. Ja, klar, oder auch Dinge zu verstehen, wo man sich vorher schon dachte, irgendwie, ja, das ist doch irgendwie. Kann nicht gehen, aber warum eigentlich? Also, ja. Wo man nicht genau wusste, warum oder what's the trick? Was ist der Trick oder so, ja. Und die erklären dann, was wirklich der Trick ist bei der Sache oder wie es denn funktioniert. Ja, na gut, das meiste basiert ja sowieso irgendwie auf Placebo oder sowas, ja, oder auf Tricks, ja. Ja. Naja, okay, und dazugehörig gibt es das Skeptoskop vom Alexander Hoaxmaster oder Alex Hoaxmaster. Alex Hoaxmaster. Und das ist wiederum ein Podcast, wo direkt mit Mitgliedern aus der GWUP, also mit Mitgliedern der Gesellschaft für die wissenschaftliche Untersuchung von Parawissenschaften, Interviews durchgeführt werden. War im Rahmen des Skeptoskop auch der dieser Comedian da? Der Comedian?
Oder war das im Rahmen Hoxeller Sputz? Der kleine Mann, der auch geocached, der auch Skeptiker ist. Das Hoecker, war, sie genau, sind raus. Genau. Hoecker war Skeptoskop. Das war Skeptoskop auch, das ja? Das war im Skeptoskop, ja. Auch sehr interessant. Genau. Ja. Und auch mit Holgi einmal. Der ist nämlich auch bei der GWUP. Der macht wohl überall mit. Ihr seht, wir sind eine Sekte. Wir sind eine Religion aus Wissenschaftsgläubigen. Naja, nicht alle. Also ich schon. Ja. Ja. Okay. Wissenschaft ist ja auch nur Glaube, ne? Da gibt es auch jetzt diesen Psycho-Talk. Den habe ich noch gar nicht gehört. Ja. Der ist auch mit dem Hoaxmaster, mit Sebastian Bartoschek und noch einem Psychologen. Ah. Und da geht es auch um psychologische Themen. Mhm. Habe ich noch nicht gehört. Ist bestimmt auch interessant. Weißt du, wie viele Folgen es davon schon gibt? Nein. Weißt du es? Nein. Ich habe am Rande irgendwo mitbekommen, dass es den gibt. Ich weiß, die letzte Folge war die Folge über die Psychologie der Arnold Schwarzenegger-Filme. Ach du Scheiße. Und da hieß es wohl auch vorher, ach du Scheiße, na was soll das werden? Und der war dann wohl ziemlich interessant. Na, wenn du das sagst, wenn dir das gesagt wurde. Ja, das wurde mir gesagt. Und ich glaube das natürlich sofort, weil ich ja... du bist ja gläubig. Genau. Wissenschaft. Naja, aber auf jeden Fall, wenn der Hoaxmaster da mitmacht und der Breitenbach, dann... wer war der Dritte? Nee, Sebastian Bartoschek. Und der Dritte weiß ich nicht. Nicht was habe ich gesagt? Du hast Breitenbach gesagt. Ach, Bartoschek. Ja. Woher kenne ich den? Hilf mir, ich habe doch auch mein Namensproblem. Auch GWUP-Mitglied. Okay. Dann habe ich in dann habe ich irgendeinen Podcast mit ihm von dem Skeptoskop gehört wahrscheinlich. Kann das sein? Ja, der war auch im Skeptoskop. Okay. Und Marc Benecke, vielleicht kennen den ja auch noch ein paar Leute. Ich kannte ihn nicht, ich musste das erstmal googeln. Du kanntest ihn nicht, unglaublich. Nein. Alle irgendwie gesagt, ja klar, Marc Benecke ist doch, cool. Ja, kannte genau. Ich nicht. Marc Benecke ist auch in der GWUP und ganz oft Gast bei Hoaxilla. Jetzt auch in der letzten Folge über Hitler. Da ging es um Hitler. Unglaublich. Da wurde es ganz oft Hitler gesagt. Und man kann auch nicht einfach Hitler sagen. Nee, also in Deutschland darfst du nicht Hitler sagen. Ja, und da ging es dann tatsächlich um die Knochen von Hitler und die Zähne von Hitler und wo die da in Moskau rumliegen. Und nennen wir die Ausgabe jetzt eigentlich Hitler? Sehr interessant. Hitler? Weil wir so häufig jetzt Hitler gesagt haben. Ich weiß nicht. Nee, vielleicht sollte man sie, man kann es nicht nebenbei hören. Doch, das sollte man nur nebenbei hören. Ja, Skeptoskop und das war jetzt Psycho-Talk. Genau, das war ein kurzer Exkurs in den Psycho-Talk. So, du hast die Brummschleife aufgeschrieben, die kenne ich nicht. Ja, die Brummschleife ist auch kein Podcast im eigentlichen Sinne, sondern es ist im Prinzip ein Live-Radio, wenn Leuten langweilig ist. Wenn die Berliner, also ursprünglich waren es hauptsächlich Berliner, ich weiß auch nicht, ich kriege das nicht immer mit, wann die Brummschleife läuft. Die Brummschleife ist eigentlich nichts weiter als über das Xenium-Netzwerk, über das einige Podcasts eben live ausgestreamt werden. Da wird dann live dieser Podcast versendet. Da sitzen manchmal Menschen zusammen und gleichzeitig schalten sich ganz viele rein. Zum Beispiel, da telefonieren halt viele Podcaster einfach miteinander. Die verbringen Zeit miteinander und streamen den ganzen Kram halt. Das kann mitunter sehr langweilig sein, weil zum Beispiel irgendwie Holgi sich erklären lässt, welches Kabel er wo reinzustecken hat oder so, damit irgendwas funktioniert, also da kann Support laufen. Es kann aber auch mitunter sehr unterhaltsam sein, wenn man die Menschen auch mag, das ist ja eben dieses Persönliche irgendwie in diesem Podcast, das ist halt ganz witzig. Er wird nicht, zumindest nicht von den Brummschleifenbetreibern sozusagen direkt aufgezeichnet. Das heißt, er ist nicht so als Feed verfügbar. Okay. Aber der E-Pirat, kennst du den? Also ich habe ihn jetzt auf dem Wir müssen reden Hörertreffen zum ersten Mal gesehen und gesprochen. Nee, kenn ich. Dem folge ich auf Twitter halt schon seit langem. Der macht sowas, wenn irgendwo ein Podcast läuft, live, dann nimmt er den auf. Und
das macht er eben auch mit der Brummschleife. Und dann, er archiviert den Kram auch. Und vor allem ist er super, super fix. Das heißt, er bietet einen Real-Life-Service an. Also wenn jetzt zum Beispiel Not Safe for Work gestartet ist und gelaufen ist, dann kann man den da sofort Real-Life hören. Also man kann sich dann da auf seinen Server einloggen und kann den da direkt schon runterladen oder hören. Und muss eben nicht warten, bis dann die Shownotes fertig gemacht wurden und das Ding dann als Podcast im Blog veröffentlicht wurde. Mhm. Kann man ihn auch schon vorher hören, bevor er fertig ist? Ich glaube nicht. Das wäre natürlich total genial, aber ich glaube nicht. Ja, da müsste man jetzt Hoaxilla befragen, wie das geht. Hoaxilla? Ja. Wieso? Naja, wenn es tatsächlich geht, dass man den Podcast hören könnte, bevor er überhaupt fertiggestellt ist. Tivo. Tivo? Na, so wie du mit den ganzen so Festplatten, es gibt ja dieses komische Medium, was immer noch Leute nutzen, was irgendwie so unentwegt, dämlich rausstreamt, so dieses Fernsehen. Und wenn du da so einen Festplattenrekorder hast und du hast den Anfang der Sendung aufgezeichnet. Ich meine nicht streaming-mäßig, sondern... Achso, du meinst sehen, oh Gott. höre jetzt schon, was morgen aufgenommen wird. Ja, ja, ja. Das meine ich damit sehen. Ach so, Zukunft sehen. Ja, ja, genau. Sehen, was auch immer, ja. Nee, also da kannst du halt eben Real Life hören. Und der hat die Brummschleifen auch häufig archiviert. Da gibt es zum Beispiel auch so geniale Momente. Ich weiß nicht, wer da alles so zusammen war. Nikolaus Seemark ist da gelegentlich. Ich weiß gar nicht, ob MS Pro Leute da auch so sind. Also ziemlich viele Berliner Podcaster. Ich blick da auch nicht immer so durch. Und da gab es dann zum Beispiel auch so tolle Momente, wo Tim Pritloff angerufen hat und irgendwann war er eine ganze Zeit lang, hat er nichts mehr gesagt und dann meinten alle plötzlich nur so, ey, sag mal ruhig kurz. Und man hörte ein leises Schnarchen. Tim? Tim, bist du gerade eingeschlafen? Und dann hat man also wirklich 10 Minuten Tim beim Schlafen zuhören können, während die anderen sich darüber amüsiert haben, dass Tim gerade ins Mikro schnarcht und schläft. Das ist also, das ist dann die Brummschleife. Ja, das passt ja. Das ist die Brummschleife. Das ist sehr lustig, ja. Ja, das kenne ich auch aus Mumble, dass dann da mal jemand wegschläft. Ja. Mhm. Genau, und das war, ja, das ist halt die Brummschleife, also da ist halt wirklich, ja, da quatschen sie. Okay, dann haben wir die Liedkultur, wieder mal Martin Hase, ja, ein Pirat, der auch oft mit Piraten das zusammen macht. Ja. Da geht's aber jetzt nicht so direkt um piratische Themen, einfach nur um so Nerdkultur, um verschiedenste kulturelle Aspekte. Sei es Tee, sei es Computerspiele, sei es, wie heißen diese Spiele, die komplett nur im Kopf ablaufen, so Rollenspiel, Texte, ich weiß es nicht. Ja, also wirklich allmögliche Themenbereiche, sehr nerdig. Oder auch klassische Musik. Oh, klassische Musik, Literatur, alles Mögliche. Ganz toll. Lied, kannst du vielleicht besser erklären? Ach so, ja, der Podcast ist, wird geschrieben 1337 Kultur und es wird gesprochen Liedkultur und Lied ist eben so ein Wort, möchte sagen, der kommt von Elite und also und in der Sprache der jungen Internetnutzer wird dieses Wort eben nicht in Buchstaben, sondern in Zahlen geschrieben, weil man irgendwie anders sein möchte und sich daher irgendwie Zahlen oder Symbole ausdenkt, die Zahlen ähnlich sehen und diese Sprache nennt sich auch Leadspeak. Ist das nicht ursprünglich mal aus so einem, wir haben Angst, dass wir mitgeschnüffelt werden, also so wirklich als Internet noch nicht so das Massending war, wir haben Angst, dass Suchbegriffe gefiltert werden und deswegen schreiben wir das so? Kann ich mir nicht vorstellen, weil es ist ja eine ganz einfache Zielsetzung. Zu Zeiten, wo noch keine Rechenpower da war? Rechenpower brauchst du doch dafür. Stimmt, du brauchst ja gar keine Rechenpower. Das ist einfach nur eine Schiebeschiffe, aber so eine. Also, du hast ja für jedes Symbol ein anderes Symbol. Ja, klar. Ich meine, das sieht ja dem Symbol auch noch ähnlich. Ja, okay. Also, eine 3 ist halt ein E, ist einfach ein umgekipptes E. Ja. Ja. Oder eine 7 ist ein L, ein umgekipptes L. Nein, die 7 ist das T. Ja gut, aber manchmal ist es auch ein L. Nein, das ist die 1, ist das L. Ja, aber eine 7, so, kann auch ein L sein. Ah, okay. Eine 1
ist ein... L oder ein I? Ein L oder ein I. Also ja, es ist... Genau, ja, also egal. Man kann quasi mit Zahlen und Symbolen, zum Beispiel eine Klammer, wenn eine öffnende Klammer wäre zum Beispiel ein C. So wie beim Urban Pirate, wo zum Beispiel das, wo vielleicht Urban Pirate schon vergeben war. Ja, bei, Urban Pirate, der hat das I mit einer 1 genau geschrieben. Genau, das ist eben Lead Speech und Lead Kultur schreibt sich eben genauso mit 1337 davor. Angelehnt an, genau. 1337 Kultur. Ja, wer sich für kulturelle Dinge, für nordkulturelle Dinge interessiert, sehr interessant. Ja, wobei man da echt nicht nerd auf hier nur mit was mit Computern und so, ne? Sondern nee, nerd nicht, halt nicht eben, nerd mit Computern, sondern nerd. Nerd im quasi so ein, ja, so ein Experte irgendwie, so ein Freak in einer bestimmten Sache. Genau. Auch einer meiner Lieblingspodcasts. Wir müssen reden. Wir müssen reden, von dem wir ja häufig genug dieses Intro geklaut haben jetzt eigentlich. Häufig genug? Einmal? Zweimal? Naja, wir haben einmal Flaschen geöffnet. Ja, aber gut. Das kann man aber machen. Eigentlich, das Wir müssen reden ist eigentlich Wir müssen reden. Aber da ja zumindest MS Pro und 343 Max, also damn it, Max Winde, ne? Ja. Max Winde und Michael Seemann, das... diesen Podcast ja machen und zumindest MS Pro ja auch kein Freund von Urheberrecht und so ist, also soll er uns doch abmahnen. Ich habe ja, ich meine, dieser Wir müssen reden Podcast, da geht es immer um Urheberrecht. Immer. Jede Folge. Ja. Also wer sich mit dem Thema Urheberrecht nicht auskennt, der sollte mal Wir müssen reden hören. Und zwar jede Folge. Ja. Ja, ich mag das. Also ich finde den Podcast großartig. Ich höre den beiden super, super gerne zu. Ist ein Laber-Podcast. Ist ein Laber-Podcast. Der über aktuelle Dinge berichtet und sehr interessant. Oft mit Gästen, oft auch nicht. Na, in der letzten Zeit haben sie es jetzt gemacht gehabt. Sie wollen jetzt mal wieder Classic machen. Haben jetzt gerade wieder, glaube ich, eine Classic-Folge rausgehauen, wo sie bei ihm nicht mit Gästen waren. Ich kenne nur neuere Folgen. Ja, Julia Seliger war da, die habe ich zum Beispiel jetzt noch nicht gehört. Ja, also da meinten, oder in der Folge nach der Folge mit Julia Seliger, meinten die beiden, das wäre eine Folge gewesen, die nicht so gut ankam. Aber ich fand die gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, also ich glaube, dass Julia Seliger, also ich MS Pro ist ich ja glaube ja, also Julia Seliger hat überhaupt keine Ahnung von den Piraten, auch wenn sie das Gegenteil behauptet. Aber... aber ansonsten war der Podcast gut. Ich mag sie ja, also ich finde die ja... also ich folge ihr schon irgendwie seit sehr lange und die ist auch irgendwie relativ früh in meinen... Nee, ich musste sie... ich mag ihr Getrolle auch, also ja, ich weiß es nicht. Also das ist, ich, keine Ahnung, ich finde die auf jeden Fall toll. Also in Wortform fand ich, also in gesprochener Wortform fand ich es ganz gut. Echt? Okay, dann bin ich mal gespannt. Also ja. Da freue ich mich drauf. Das ist eine Ausgabe, auf die ich mich auf jeden Fall noch freue. Ich fand nicht schlecht. Ja. Wir müssen reden. Ja, und Michael Seemann gilt ja auch so ein bisschen als der, als so ein philosophischer, weiß ich nicht, Ideengeber. Ja, er bezeichnet sich ja selbst als Think Tank. Als Think Nerds Tank, genau, für die Piratenpartei. Aber er ist ja kein Mitglied. Nee. Aber hält tolle Talks, unter anderem auch das Camp und so. Also ich weiß nicht, bei ACTA hat er, glaube ich, eine Rede gehalten, mal bei einer Demo in Berlin. Du warst doch da, glaube ich, ne? War das bei ACTA? Ich war bei einer anderen Demo. Ah, okay. Da hat der Herr Urbach eine Rede gehalten. Der Herr Urbach, der macht jetzt auch den nächsten Podcast, der nennt sich Demokratie-Grandler. Aha. Ich mich auch. Da weiß ich noch nicht genau, worum es geht. Also der wurde jetzt angekündigt und da gibt es auch schon eine Nullnummer, glaube ich. Mhm. Aber mehr auch noch nicht. Oh ja. Also man darf gespannt sein. Ja, dann hätte ich noch zwei Podcasts hier, die auch zu meinen Early Podcasts gehören, die ich jetzt auch schon lange pausiert habe, wo ich auch jetzt in der Vorbereitung zu diesem... Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ne? Wir haben ja zumindest die Liste zusammengestellt. Die ich so ganz früh gehört habe, das waren Medienradio und Küchenradio. Philipp Banse war da so der
Hauptcharakter, über den ich dazu gestoßen bin. Ich weiß gar nicht, was er ist. Er ist Journalist, glaube ich. Ja. Und das Medienradio hat er mit Jana Wuttke zusammen gemacht, aber auch nicht immer. Und das Küchenradio, das ist nicht der Andreas Baum, ne? Das glaube ich nicht, ne? Nee, ich meine auch nicht. Aber auf jeden Fall mit Andreas Baum, Katja Bigalke und Cindy Berliner. Genau. Da habe ich jetzt hier irgendwie, da musste ich mein Papier scrollen. ja, mit denen zusammen macht er das Küchenradio. Küchenradio ist, glaube ich, erstmal so weitestgehend auch so ein Laber-Podcast und eben Küchenphilosophie. Ich weiß es nicht genau mehr. Also es ist zu lange her. Küchenphilosophie. Und Medienradio eben über Medien. Hier fliegen Fledermäuse auch. Ja, hier fliegen super viele Fledermäuse. Das ist total schön. Übrigens auch ein toller Ort zum Podcasten, wo wir auch mal hin müssen, ist Ruinenberg. Das ist auch schön. Da fliegen auch viele Fledermäuse. Und dass man auch genauso ruhig wie hier, außer wenn Autos vorbeikommen. Ja, aber so die beiden. Kenne ich beide nicht. Ich kenne aber den Philipp Banse, dem folge ich auch auf Twitter und finde ich auch ganz gut so als. Ja. Also Medienradio, klar, thematisch Medienthemen. Ne? Also ich muss da jetzt auch mal wieder gucken, was da so an spannenden Folgen waren. Also ich hatte damals zum Beispiel solche, da wurden zum Beispiel gelegentlich irgendwelche Initiativen oder vorgestellt oder es ging um Open, nicht Open Data, sondern Data Journalism. Wie nennt man das? Also wenn Datenvisualisierung stattfindet, wie zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung, was die Zeit gemacht hat. Also Datenvisualisierung, Tools zu basteln, wie Datenjournalismus funktionieren kann, wie man aus Daten irgendwelche tollen Sachen, aus Rohdaten irgendwelche tollen Geschichten rauskriegt, wo man halt auch so einen Mehrwert schafft und solche Folgen. Ja, also ganz tolle Folgen hatte ich da gehört, aber es ist halt, glaube ich, bestimmt schon 1-2 Jahre her, dass ich da jetzt nichts mehr gehört habe. Und das ist eigentlich traurig. Also die beiden, deswegen plugge ich die hier auch, die sind, fand ich gut. Und wie ich eben im Netz gesehen habe, die gibt's noch und es gibt aktuelle Folgen. Also ja, okay. Kann man mal reinhören. Okay. Tja, wer soll das alles hören? Ja, es ist verrückt. Wir sind noch nicht mal am Ende. Es geht natürlich nicht, genau. Wikigeeks, würde ich sagen. Die Wikigeeks, ja. Das Absurdeste zum Schluss. Das Absurdeste zum Schluss? Das ist doch nicht absurd. Das ist das Beste zum Schluss. Nicht die Wikigeeks sind absurd. Nein. Kommen erst mal die Wikigeeks, gesellschaftspolitisch, netzpolitisch, wie war der Untertitel davon? Den hatte ich, glaube ich, reingepostet. Ins Bett. Der Podcast mit gesellschaftlichen Netzthemen. Genau, mit gesellschaftlichen Netzthemen. Also, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich die Göttinger vollkommen nicht auf dem Schirm habe. Also das Ding kommt aus Göttingen und ich weiß, dass Tim Pritloff, der ja hier und die ganzen Berliner ja hier so ein Cluster bilden, so ein Podcast-Cluster und ganz stark im Rennen sozusagen sind um die beliebtesten Podcasts oder da ganz, ganz weit vorne sind. Und dann gibt's eben jetzt noch Hamburg als kleines Cluster mit den Hoaxilla-Leuten und Skeptoskop und ich weiß nicht, wer da noch herkommt. Und dann hat man jetzt eben noch Göttingen. Die müssen da super aktiv sein. Da muss es wahrscheinlich auch drumherum schon wieder mehrere geben. Und Potsdam. Potsdam? Ja, genau. Ja, wir reißen das hier in Potsdam. Das Babelsberger Podcast. Ja. Nee, und die Göttinger machen wohl ganz tolle Podcasts. Ich habe die beiden. Kannst du mir die Twitter-Namen sagen? Ich Wortkomplex, genau. Floyboy. Ja. Dann sind da noch, also nicht nur beide. Ah ja, ich habe zwei von denen gesehen. Also jetzt weiß ich nicht, wo man die Silben trennt. Desamedia, ja. Oder Desamedia oder sowas. Also Desamedia, ja. Und R. Stock M. Ah, Stockmann. Wer ist denn das? R. Stockmann, wer ist das? Wie heißt der? Den kennt man auch noch irgendwo anders her. Ich habe da, wie gesagt, ich habe mich jetzt... Sagt mir irgendwas, Stockmann. Aber weiß ich nicht genau. Wenn wir jetzt Internet hätten, würden wir es googeln. Internet. Ja, kennt man auf jeden Fall. Zumindest Stockmann sagt mir ganz stark irgendwas. Klingelt irgendwas. Wir lesen hier übrigens ganz oft Twitter-Namen vor. Ja, das ist... Nur so... Ne? Also, ne? Ja, klar, weiß, natürlich. Wir lesen... Twitter-Namen. Ja, genau. Wir verlinken auch nur die Twitter-Accounts. Und wir schreiben Twitter-Namen. Was soll denn das? Naja, außer Dr. Köbel. Der hat ja Dr. Köbel Twitter. Hat ja kein Twitter. Ja, und
Wikigeeks ist auf meiner To-Do-Liste. Wollte ich nur pluggen, weil es kann nicht sein, dass wir über Podcasts reden und Podcasts empfehlen und die Göttinger vergessen, weil die scheinbar zwar nicht auf meinem Schirm, aber eine große Nummer sind. Und die beiden, zwei von den Wikigeeks habe ich auf dem WMR-Hörertreffen getroffen und ja, war wirklich super nett und ja. Ich war mal auf einem Hoaxilla-Hörertreffen. Da habe ich eben Alexander und den Sebastian Bartoschek kennengelernt. Auch den Holgi getroffen und andere Leute aus der GWUP. Na, diesen Schnipsler, diesen Schnipsler. Na, der den alle kennen, die keine Podcaster kennen. Wo ich gedacht habe, so, oh, die VIPs, die du getroffen hast, den Hoaxmaster, die Hoaxess und den... Dr. Marc Benecke. Genau, Marc Benecke, genau, der war ja wohl auch da. Ja, der war auch da, genau. War auch sehr interessant. Und mal gucken, ob wir noch einen dicken Engel machen, wo dann eventuell Alexander und oder Sebastian Bartoschek dabei sind. Mhm. Das wäre ja ganz cool. Ja. Da würde es dann um Verschwörungstheorien gehen. Ja, mal gucken, also ob wir das hinkriegen, zeitlich. Nur ja, so schön. als Plug für den dicken Idee, Engel. Idee, genau. Der dicke Engel, haben wir mal darüber berichtet, eine Mumble-Sendung oder eine Art Gesprächsrunde. Gesprächsrunde im Mumble von NRW-Mumble. Im Bundesmumble quasi. Genau. Ja. Und das Beste zum Schluss. Haben wir noch einen übersprungen sonst? Das Beste kommt zum Schluss. Das Absurdeste kommt zum Schluss. Nein, das Beste. Das ist nicht absurd. Naja, dann leg mal los. Nee. Ich soll da... Ja, nur... klar, natürlich. Ja, das, ich bin ja befangen. Ich bin ja, finde den ja... Also, ein Podcast über Ponys... der sich ganz den Ponys widmet. Ponytime! Und es geht hier nicht um die Ponys auf der Wiese, also doch, manchmal stehen sie schon auf Wiesen, aber das sind keine echten Wiesen, sondern gemalte Wiesen. Es handelt sich nämlich um eine Comic-Sendung oder eine animierte Sendung für Kinder. Und... Oh. Und darüber gibt's einen Podcast. Und ganz viele Leute mögen diese Ponys. Und sehen sich gerne die Sendung von diesen Ponys an, weil die so nett und flauschig sind und so irgendwie immer zusammenhalten. Und wenn sie zusammenhalten, dann schaffen sie immer die tollsten Sachen zusammen. No. Really? Yes, ja. Und deswegen gibt es anscheinend auch diesen Ponytime-Podcast, der eben aus den Folgen berichtet, die im YouTube oder im amerikanischen Fernsehen laufen. Und ich habe mir eine Folge angehört, die auf der SIGINT lief, auf der... Ja, das war eigentlich ein Talk, der Pony-Talk auf der SIGINT, ja. Pony-Talk. Die kann ich sehr empfehlen, die Folge. Die erklärt nämlich diesen ganzen Pony-Hype. Und... Ja. Jetzt sag du mal was, Torben. Was? Ich kann da auch noch nicht so viel zu sagen. Ich meine, ich finde die Ponys ja auch großartig. Bin ich auch ponifiziert worden. Eigentlich auch eher über dieses Internet, über dieses Verrückte. Laufen alle plötzlich mit diesen Ponybildern rum und dann willst du ja auch mal wissen, was der ganze Kram denn eigentlich soll. Und ja, ist halt eine wirklich schöne Serie und für mich jetzt der einzige Grund, warum ich sage, ja, es ist nicht scheiße, dass irgendjemand Flash erfunden hat. Das ist so die einzige sinnvolle Anwendung, die ich bis jetzt gefunden habe für Flash, war diese Serie zu produzieren. Und der Podcast und befasst sich eben, ja, also Ausblicke, Analyse der Serien, der Folgen, bespricht diverseste Themen aus den Folgen über, ich glaube, demnächst wollen sie eine Folge machen, oder vielleicht ist sie schon gewesen, das weiß ich gar nicht, über die Herrschaftsstruktur in Equestria.
Also wie funktioniert das da so? Was ist das wohl für eine Gesellschaft? Genau, die repräsentative Anarchie. Und ja, das ist einfach toll. Es sind einfach auch Pony-Verrückte, die diese Serie lieben und da ganz toll draus und drüber berichten und ja, anhören. Ganz liebe Menschen, ganz tolle Menschen, die da ja ganz toll dem Pony-Wahn verfallen sind und das halt einfach wirklich ausleben. Also absoluter Nerd-Podcast, Pony-Nerd-Podcast. Ja, ich habe schon ein paar Folgen gesehen. Die Folgen sind ganz ganz gut. Dem Podcast kann ich, also ich weiß nicht. Da muss man schon drin sein. Also nein, wenn man das, ich habe den Sick-In-Talk gesehen gehabt. Da war ich, da habe ich die erste Staffel durchgesehen gehabt und die zweite rumliegen. Und dann habe ich den Rest gesehen und ich glaube, ich habe zwei Folgen gehört. Ich weiß aber auch nicht mehr, welche von dem Podcast. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich sie weiterhören möchte und dass ich die auch noch alle nachholen werde. Es sind ja noch nicht so viele. Und da muss man halt so ein bisschen Faible für diese Ponys haben. Ansonsten ist das sicherlich nichts. Ja, wer also den Faible für die Ponys hat, der sollte auf jeden Fall den Pony-Time-Podcast hören. Da gab es ja jetzt auch diesen, wo war das, ich weiß gar nicht, dieses Pony-Kino, wo sie das gemacht haben. Pony-Kino? Ja, es war aber nicht hier, war es Offenbach oder ich weiß gar nicht, wo das war. Wenn es nicht Berlin ist, ist es immer doof. Kongress ist jetzt auch doof, ist auch nicht mehr Berlin. Ja. Deswegen ist Kongress jetzt auch doof. Nach Kongress ist es sowieso doof. Ich freue mich nur auf die Streams. Ach nee, du bist ja Mitglied, oder? Ja. Kongress ist cool. Chaos Computer Club Mitglied und Kongress. Ja, aber nur karteileich. Ich will immer nur die gedruckte Datenschleuder nach Hause kriegen. Und das Gefühl haben, einer der wertvollsten Institutionen in diesem Land, neben dem Bundesverfassungsgericht, meinen kleinen, bescheidenen, mir möglichen Beitrag zu leisten. Okay. Sind wir durch, wa? So zumindest mal bisher. Morgen haben wir wahrscheinlich schon wieder, sind wir wieder über 3-4 andere Podcasts gestolpert. Wenn irgendein Podcast nicht erwähnt wurde, den ihr hört, falls ihr uns bis hierhin zugehört habt, und den ihr total cool findet und wo ihr es nicht nachvollziehen könnt, egal ob Piraten-Podcast, Briefmarkensammler-Podcast oder, also es gibt ja auch noch so viele andere. Schöne Ecken. Ich habe schon ganz viel schöne Sachen über, oder begeisterte Stimmen über schöne Ecken gehört, aber ich weiß nicht mal, worum es geht. Ja. Ich nehme an, um schöne Ecken, aber sicher bin ich nicht. Ja. Dann schmeißt uns mit Links zu. Und erzählt was dazu, also schreibt was dazu. Und ja, würde sagen, ja, es ist dunkel. Wir haben immer noch einen total geilen Sternenhimmel. Ich habe keine Sternschnuppe gesehen. Und wir gehen jetzt ins Pub. Ins Bett gehe ich jetzt. Oder ins Pub. Naja, mal schauen. Wir gehen noch mal kurz ins Pub. Genau. Gibt's da noch was jetzt? Ich weiß gar nicht. Ist das auf? 0:08. Achso, verabschieden wir uns noch? Gut, wir verabschieden uns jetzt. Wir verabschieden uns jetzt. Tschüss. Tschüss.